Hi ihr Lieben, heute mache ich mal ein kleines Quatschvideo bzw. Labervideo. Ich möchte euch einfach ein paar Dinge erzählen, die mir am Herzen liegen. Unter anderem werde ich euch aber auch ein Update geben, was mein Septum-Piercing geht, wie es meinem Septum-Piercing geht. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja, ich möchte euch erst einmal ein bisschen was erzählen über mich. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, dass auf meinem Kanal immer mehr Videos gibt mit anderen YouTubern. Ich bin keinem Netzwerk beigetreten, aber das ist einfach so eine Gruppierung, die sich Tubers Club nennt. Und ja, es macht einfach super Spaß, mit anderen YouTubern auch zusammen abzuhängen, ein bisschen ja, eigene Erfahrungen sich auszutauschen. Und es bringt auf jeden Fall auch einem ziemlich weiter, denn ich habe jetzt auch sehr viel gelernt. Und ja, ich mache auf jeden Fall immer mal wieder ein paar Videos mit denen. Ich weiß nicht, ob euch das mal so hundertprozentig interessiert, denn es hat jetzt nicht wirklich so viel mit Beauty zu tun. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es wird aber immer noch weiterhin Beauty-Videos geben. Und ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, wieder mehr Beauty-Videos zu drehen als jetzt umgekehrt. Ich muss dazu auch gestehen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich seit 2 Monaten permanent krank bin. Und ja, das belastet schon einen ein bisschen. Ich hoffe einfach, dass ich endlich mal wieder 100% gesund werde. Es tut mir auch wirklich leid, dass dann zwischendrin einfach mal 1, 2 Videos ausgefallen sind. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen nachlässiger mit YouTube geworden bin, sondern dass mir halt einfach gesundheitlich die ganze Zeit irgendwie nicht so 100%ig ging. Ich habe das ja schon 1, 2 Mal erwähnt. Nur mir liegt es wirklich am Herzen, dass ihr auch Bescheid wisst, warum, wieso, weshalb. Und warum ich auf einmal so viele Videos mit anderen YouTubern mache und wo sind die ganzen Beauty-Videos und was ist denn mit der Verena überhaupt los? Und ja, deswegen wollte ich da einfach mal ein kleines Statement geben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, packt mir die auch wirklich gerne unten in die Kommentare rein. Es wird auf jeden Fall noch einige Videos auf euch zukommen. Ich habe zum Beispiel einen mega, mega Berg an aufgebraucht Sachen. Die liegen jetzt schon seit mehreren Tagen, Wochen, Monaten herum. Und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall Minimum 2 Videos drehen müssen, weil es einfach so viel geworden ist. Ich habe im Dezember noch ein bisschen was vor und ja, es kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu, was auch das Thema Beauty betrifft. Nur wenn jetzt mal so zwischendrin mal 1, 2 Videos vom Tubers Club oder sowas hochkommen, dann könnt ihr das ja vielleicht, wenn euch interessiert, natürlich auch anklicken. Das würde mich sehr freuen. Aber trotzdem werden weiterhin Beauty-Videos online kommen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch stundenlang über mein Leben herumquatsche, gebe ich euch mal ein Update, was mein Septum-Piercing geht. Denn ich habe es mir jetzt vor 3 Monaten stechen lassen, 2 Monate auf jeden Fall, 2,5 Monate vielleicht. Und ja, es ist gut abgeheilt, es ist eigentlich komplett abgeheilt. Ich zeige euch das mal. Ich habe einen Ring drinne. Und ja, wie ihr es ja mitbekommen habt, ich bin seit 2 Monaten irgendwie dauerkrank, deswegen hat es mit der Abheilung auch ein bisschen gedauert. Aber ja, mittlerweile geht es mir auch sehr gut. Ich trage schon seit 1 Monat den Hufeisenring drinne und ich kann ihn auch einfach so hochklappen. Das geht 1A. Und zu der Pflege muss ich euch sagen, habe ich einiges bemerkt, denn viele kennen das Octinisept. Ich habe gerade keins in der Hand, aber ich denke mal, die meisten von euch kennen es, denn meins ist gerade erst leer gegangen. Das benutze ich wirklich sehr gerne, auch hier für meine Tunnels, denn ja, ich bin auch unter die Tunnelsträger gegangen. Ich habe da mittlerweile 5 mm im Übrigen drin. Und ja, benutzt das Octinisept wirklich nicht für die Nase. Ihr könnt ja vielleicht das Piercing mal so ein bisschen sauber machen, aber jetzt direkt an die Wunde gehen würde ich euch nicht empfehlen, denn dafür ist es einfach viel zu aggressiv. Da könnt ihr zum Beispiel auch einen Kamillentee oder sowas benutzen. Also ich habe das die ersten Tage, habe ich direkt von denen was mitbekommen. Das ist eine leichte Pflege gewesen. Aber ich bin der Meinung, da solltet ihr auch wirklich immer mit eurem Piercer ein bisschen in Kontakt sein und mit ihnen sprechen, denn jeder Piercer hatte einfach andere Mittel. Ich hoffe, ihr konntet jetzt das verstehen, was ich da herum belabert habe. Ja, aber ansonsten von der Pflege her, es ist sehr unproblematisch, macht auf jeden Fall eher weniger als zu viel. Es hat vor 1 Monat oder sowas hat es angefangen ein bisschen zu riechen, hört sich jetzt zwar ein bisschen erstmal schlimm an. Es ist einfach nur so ein bisschen jetzt, wie zum Beispiel bei den Tunnels, dass so ein bisschen Teigablagerung war.
Das ist aber nichts Problematisches. Nur dadurch, dass es direkt unter der Nase ist, riecht man das natürlich viel direkter und viel schlimmer. Ja, aber das geht auch wieder weg. Ich habe auch mit einigen anderen Septumträger mal darüber geredet gehabt und das passiert recht häufig. Und das geht einfach irgendwann weg. Bei mir ist es jetzt auch mittlerweile weggegangen. Also, falls ihr euch vorhabt, ein Septum stechen zu lassen oder gerade erst ein Septum stechen gelassen habt, dann macht euch keinen Kopf, wenn es mal so ein bisschen riecht. Also, es ist nichts Schlimmes. Also, die anderen Leute werden es nicht riechen. Nur dadurch, dass es halt direkt an der Nase ist, riecht man das. Und ja. Aber ansonsten perfekt abgeheilt, super, alles perfekt. Ich kann, wie gesagt, es hin und her bewegen, ich kann es hochklappen, dann sieht es niemand mehr. Und ich habe auch eigentlich vom Schmuck her ein ganz kleines, dezentes. Also es sieht man wirklich so gut wie gar nicht. Und ja, ich werde vielleicht auch irgendwann mal einen größeren Ring reinmachen. Aber für den Anfang finde ich es eigentlich ganz angenehm, auch für mich einfach mal ein bisschen sich dran zu gewöhnen. Und ja. Ich denke mal, das war's dann auch. Wenn ihr irgendwelche Fragen auch zu meinem Septum-Piercing habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinstellen. Ich wollte euch einfach nur mal so ein bisschen was erzählen. Ja, wieso, weshalb, warum auf meinem Kanal, was da so abgeht. Und ich hoffe einfach, dass ich mal wieder gesund werde. Denn 2 Monate irgendwie permanent krank zu sein, macht irgendwie gar keinen Spaß. Ja. Zwischendrin geht es wieder und dann geht es wieder runter und rauf und runter und ja, ich möchte nicht vor euch rumjammern. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Video und ich hoffe, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!